Hallo ihr Lieben, hier wieder bei Biogartenreich. Heute geht es um Pfirsiche und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man von dem hier zu dem hier kommt. Ja, wir haben unsere Pfirsiche fast alle abgeerntet. Ein paar liegen noch unten. Das ist eine ganz tolle, schmackhafte, alte DDR-Sorte. Das ist sogar ein kernechter Pfirsich. Bedeutet, wenn ich hier einen Kern in die Erde stecke, dann kommt genau wieder derselbe Pfirsich raus. Das ist ganz was Besonderes. Sieht echt lecker aus, oder? Ja, viele Pfirsiche sind schon runtergefallen. Natürlich essen wir auch viele roh, denn die sind super lecker. Aber diejenigen, die runtergefallen sind, die schon Druckstellen haben, die schon langsam braun werden und so weiter, die verarbeite ich gerne zu Marmelade oder manchmal wecke ich sie auch ein. Ohne Zucker, ohne irgendwelche anderen Zutaten, nur mit etwas Wasser. Und das wird dann Pfirsichmus und den essen wir dann gerne zum Beispiel morgens zum Haferbrei dazu. Auch sehr lecker. Zum Beispiel mit einer Prise Zimt oder so. Ganz toll. Tja, aber heute geht es wie gesagt um die Marmelade. Ich hatte euch ja auch schon mal gezeigt, wie ich Marmelade einkoche ohne Gelierzucker. Zum Beispiel mit Pektin und anderen Süßungsmitteln. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Heute werde ich die Marmelade mit fertigem Gelierzucker einwecken. Allerdings besteht der auch nur aus Pektin und Rohrohrzucker. Also, wenn es euch interessiert, dann bleibt doch dran. So, ich suche mir jetzt zuerst mal die richtig guten aus. Die werde ich mir aufheben. Die mache ich nicht zur Marmelade, die essen wir so. Und die kleineren und vor allen Dingen die, die jetzt schon hier so bräunliche Stellen haben, vom Runterfallen, die werden zur Marmelade verarbeitet. So, dafür gebe ich die jetzt hier alle erstmal rein. So, die Pfirsiche werden jetzt mit heißem Wasser übergossen, damit die sich einfach leichter pellen lassen. Denn die Schale, die wird dann oft bitter und das schmeckt man dann auch in der Marmelade, wenn man keine Schalen mit drin haben. Was man natürlich auch machen kann, ist, man kann das Ganze durch die Flotte Lotte leiern. Dann kann man die Pfirsiche mit Schale kochen, leiert das nochmal durch und kocht es dann nochmal mit Gelierzucker auf. So, in der Zwischenzeit sterilisiere ich hier in einem Topf mit heißem Wasser wieder meine Einweggläser. Dafür nehme ich ganz normale Schraubgläser, die ich mir einfach aufgehoben habe. So, das Wasser kocht und kann jetzt über die Pfirsiche. So, über die Hälfte ist geschafft. Ihr seht hier das Pfirsichfleisch schön drin. Die Kerne hebe ich auf, um eventuell nächstes Jahr ein paar Bäumchen zu ziehen. Und das ist jetzt noch übrig. Tja, am längsten dauert bei dieser Marmelade definitiv das Abschälen. Und der Rest geht dann ganz schnell. So, ein ganzer Topf ist zusammengekommen. Wir wollen gleich mal wiegen. So, 1 Kilo wiegt der Topf und 2,6. Also haben wir 1,5 Kilo Pfirsiche hier drin. Also 1,6 Kilo. Toll, ne? 1,5 Kilo. Echt spitze. So wie ich schon oft in meinen Videos erzählt habe, koche ich auch gern mit Pektin ein. Dann kann ich selbst entscheiden, wie viel Süßungsmittel und welches Süßungsmittel ich benutze. Zum Beispiel Agavendicksaft oder Stevia oder was auch immer ihr mögt, Kokosblütenzucker zum Beispiel. Und dann kann man das natürlich beliebig variieren. Bei mir muss es heute mal schnell gehen, deswegen habe ich hier einen fertigen Gelierzucker. Das ist hier Gelierzucker 2:1 und der besteht nur aus Pektin und Rohrohrzucker aus biologischem Anbau. Den verlinke ich euch wie immer unten und wenn es bei euch auch mal schnell gehen muss, dann könnt ihr auch gut darauf zurückgreifen. So, für 1,5 Kilo Pfirsiche bräuchte ich also jetzt hier
anderthalb Tüten von diesem Geliermittel. So, im kalten Zustand wird das Geliermittel schon untergerührt, schön. In der Zwischenzeit habe ich meine Gläser sterilisiert. Und dann hier schon mal zum Abfüllen bereitgestellt. So, man sieht, der Saft tritt langsam aus den Pfirsichen. Das macht auch der Zucker, der zieht den Saft ein bisschen raus. Und es wird auch langsam warm und man sieht, dass es schon ein bisschen bräunlich geworden ist. Das liegt aber einfach daran, dass ich nicht schnell genug gearbeitet habe. Ich hätte die Pfirsiche einfach schneller pellen müssen. So, die Marmelade kocht jetzt schön. Abfüllen und dafür haben wir hier noch so einen schönen großen Trichter, den verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Den nutze ich echt sehr gerne, weil der kann auch richtig heiß werden. Der ist nicht aus Plastik, sondern aus Edelstahl. So, dann füllen wir jetzt ab. Ich habe die jetzt ungefähr 10 Minuten köcheln lassen. Wir haben also jetzt ein paar kleine Gläschen rausbekommen und den Rest, den lassen wir jetzt erkalten und dann machen wir mal eine Gelierprobe und kosten die Marmelade. So, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch was gebracht, hat euch was genutzt, hat euch vielleicht inspiriert, auch Marmelade zu kochen. Und jetzt sage ich Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Tschüss.